Hallo. Also, um den Maskenglitch ganz einfach zu machen, ihr braucht ein Outfit. Zum Beispiel, ich habe jetzt das hier. Die Maske wäre das hier. Und das ist ganz einfach zu erstellen. Ihr könnt einfach, ich habe jetzt hier schon ausgewählt, den Anzug hier. Den müsst ihr abspeichern, was ich bereits schon gemacht habe. So. So. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nochmal auf Outfits. Dann ganz runter. Bis zu Outfits, Raubüberfall, Overalls. Dann ganz unten wäre Quarantäne, Gefahrengut, Ausräucherung und Forscher. Einen von denen ist egal welcher. Nehmen. Anziehen, nicht abspeichern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, dann wieder raus. Nehmt ihr ein Auto? Meins steht schon da. Dann fahrt ihr ganz einfach zum Pier. Das ist da hinten. So, wenn ihr hinten beim Pier seid, hier gibt es solch eine Fernröhre. Dann nehmt ihr eine Benzinspur, also legt eine Benzinspur ungefähr von da aus bis hierhin, weil da werdet ihr stehen, wenn ihr es anwendet. Dann schießt ihr bis zu dem Ende, also da wo ihr angefangen habt, es zu legen, schießt einmal hin, wenn es zum Brennen anfängt, dann nehmt ihr ganz schnell an, dass ihr zum ins Fernrohr blickt. Dann fangt ihr an zu brennen und dann müsst ihr ganz schnell weg, bevor ihr tot seid. Aber nicht zu weit weg, sonst geht der Glitch nicht. Dann seid ihr so weit. Dann geht ihr auf Inventar, Accessoren und wählt das Outfit aus, das ihr haben wollt. Ich nehme das natürlich wieder. Und dann geht ihr einfach ganz normal weg. Dann habt ihr die Maske auf. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit anderem Zeug machen. Zum Beispiel, was haben wir denn? Ja, Schneemenschen. Dann nehmen wir wieder Benzin. Legt einfach eine Spur. Das hier hin. So. Es kostet halt immer 1 Dollar. Also müsst immer Geld dabei haben, also Bares, dass ihr reingehen könnt. So, jetzt ist die Maske wieder weg. Jetzt fange ich gleich wieder an zu brennen. Dann werdet ihr automatisch aus dem Fernrohr rausgeworfen. Deswegen geht der dann so recht lang. So, jetzt bin ich wieder hier. Gehe wieder auf Accessoren. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen Helm auswählen. Dann nehme ich hier den kugelsicheren Helm. Den schwarzen. Mit. Na, Brille brauche ich nicht bei der Maske. So, jetzt gehe ich einfach weg. So, jetzt habe ich das beides auf. Sieht recht witzig aus. Manche Sachen kann man gut kombinieren, manche nicht. Das wäre also kombinationstechnisch wäre. Was haben wir denn? Das hier, nicht schlecht. Das ist. Warte, ich mache mal kurz das Licht von meinem Auto. Das wäre so eine Sturmmaske mit einer Mütze. Ihr könnt natürlich dann auch noch Brillen aufsetzen. Zum Beispiel wie ich hier habe. Das wäre Sturmmaske mit kugelsicheren Helm, Brille. Habe ich noch so. Ja, ganz normale Outfits. Sowas ist nicht möglich bei dem Glitch. Da gibt es andere Glitches, aber. Der ist zu kompliziert, der wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ja, das war's eigentlich. Ihr müsst dann einfach nur noch, wenn ihr es dann habt, einfach wieder zurückfahren zu einem Bekleidungsshop und es dann abspeichern.
Ihr könnt Haufen Scheiße damit machen, also ihr könnt. Warte, da kann ich noch ein Beispiel geben. Was war denn? Ah, so viele Masken. Also diese Masken, die Sturm haben, Masken geben nicht. Dann nehmen wir mal zum Beispiel das hier. Dann Papiertüte. Und genau, Ausrüstungen gehen nur teilweise, also die kann man dann nicht mit Brille vernehmen. So. Fangt wieder an zu brennen. Ich gehe wieder in ins Fernglas rein. An zu brennen und gehe langsam rechts weg. Bis hierhin ungefähr. So, Inventar, das ist vorn. So, und jetzt nehmen wir einen Hut. Zum Beispiel das hier mit einer Brille. Was haben wir denn schönes? Sowas. Das könnt ihr jetzt da ein bisschen gut sehen. So. So, jetzt gehe ich wieder weg und habe Brille und Hut auf. Also ihr könnt viel Zeug damit machen. Viel Spaß.